Ne? Okay. So, ist es noch weit? Ne, das ist auch weit nach unten hier. So, runter. Nochmal runter. Und dann einfach hier durch. So, wir sind fast wieder da, wo wir hin sollen. So. Ja, das war klar, dass es natürlich durch den Torgang und sowas mich verletzt. Warum denn auch nicht? Voll normal. Ich komme damit klar. So. Auf zum Boss. Da, da. Einmal. Zweimal. Dreimal. Passt doch. Gezielt wie ein Schnipper. Was nun? WDF. Kann ich auf die Flammen schießen? Nein, das geht nicht, okay. Schlecht. Sehr schlecht. Ach, das Viech. Oh Gott, wie war denn das mit dem? Ich glaube, da kann ich jetzt nicht einfach so drauf schießen, sondern erst, wenn er nicht mehr so halbtransparent ist. Ja, da war was. Los, mach dich aktiv. Ja, genau. Gut so. Und das jetzt bis das Ding quasi down ist. Ich weiß leider nicht mehr, wie weit das dauert hier. Shit, da wäre es aktiv gewesen, aber okay. Okay, ich kann auch die Flammen vernichten, um ein bisschen an Leben zu kommen. WTF. Nein, das war die falsche Richtung, verdammt. So. Wieder ein bisschen Schaden drauf. Er hat schon die Farbe ein bisschen verändert. Ja. Schlecht. Ach, ich mach da wieder diese Phase. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich schaffe. Ja, da habe ich dann zu früh geschossen und so. Okay. Ist schlecht, dass wir jetzt so wenig Leben haben. Ah, habe ich ihn nochmal getroffen, das ist gut. Nein, er hat sein Auge nicht geöffnet. Okay. Das wird eine verdammt knappe Kiste, Leute. Wahrscheinlich dürfen wir dann, falls wir sterben, wieder weit laufen. Das gefällt mir, glaube ich, nicht so. Ja, nochmal getroffen, das ist schon mal gut. Er ist schon ziemlich rot. Das muss ja auch nichts heißen. Na, komm schon, öffne dich. Na los, öffne dein Auge. Nein, hat er mich mit der Flamme getroffen, das ist Arsch. Und nochmal, ja, unbedingt nicht. Komm schon. Nein, ich muss ihn nochmal treffen. Nein. Schlecht. Nein. Daneben. Da, nochmal. Ach du Kacke. So, jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich hier ein bisschen die Flammen hier kaputt mache, damit ich an Leben komme. Weil ich habe keinen Bock nochmal zu laufen. Ah, shit, ich sollte mich vielleicht auch nicht treffen lassen. Ja, schlecht, 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 schlecht. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Nein! Kommt der Penner da einfach an. Nein, 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 nein. Uncool. Einfach nur uncool. Nein. Mehr Leben brauche ich. Ich brauche mehr Leben. Jetzt droppen die auch kein Leben hier. Ich kann kotzen. Nein. Na, ah, er lebt immer noch. Oder doch nicht? Gott sei Dank. Puh. Okay. Mal zurückbleiben. Das Licht geht an, der Strom ist wieder an und wir haben wieder ein bisschen Leben. Ja, Gott sei Dank.
nur noch an allem Zeug hier vorbeikommen. Da an diese Stromdinger darf ich jetzt nicht rankommen. Weil das macht jetzt Schaden. Und dann darf ich jetzt gucken. Diese Viecher sind so scheiße. Ich will nicht sterben. Nee. Wir müssen dringend nach oben und abspeichern. Ja, die Dinger kommen ja auch durch die Objekte durch. Das ist so arschig. Also die wurden da jetzt auch von den ganzen Dingern da freigelassen. Wo sie vorher eingesperrt waren. Aus diesen Glaskästen. Oder haben sich befreit, je nachdem. Und das könnte jetzt zum Problem werden. Ich hoffe, wir kommen jetzt nochmal schnell nach oben in den Speicherraum. Und dann müssen wir nochmal so ein paar Räume begutachten. Aber erstmal speichern. Das war nicht der Speicherraum, verdammt! Ja, und das Viech ist so ätzend. Das macht da so eine Giftwolke und sowas, glaube ich. Oder war das in Metroid Prime so? Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles zu lange her, Leute. So, da ist der Speicherraum. Okay. Ja, ich wollte jetzt unbedingt ein Chartspiel machen. Nicht. So, speichern. Okay, wir sind schon mal auf der sicheren Seite. Jetzt können wir meinetwegen sterben. Ich habe alles in meinem Leben erreicht. Jetzt kann ich sterben. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz nach unten zu dem Map Room, den wir da haben. Einfach, damit wir dann die Map erkundet haben und so weiter und so fort. Damit wir dann uns ein Bild machen können, wo wir lang gehen können, wo uns ein langer Weg erwartet und so weiter und so fort. Halt dafür, wofür eine Map eigentlich gedacht ist, ne? Kennt man ja. Durch hier, danke. So, und im Schnelldurchlauf einfach mal hier überall vorbei. Und ran an dem Mapper. Mapper. So. Der Boss ist durchgestrichen, das ist schon mal gut. Da, der einen Raum, der blinkt, da ist irgendein Item drin. Okay, rechts geht's Richtung Krateria. Oben können wir nochmal ein bisschen das Schiff erkunden und das machen wir auch. Also falls das hier ein Schiff ist, ich habe keine Ahnung, was es hier genau sein soll. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Schiff. Ach ja, das Ding kann ich ja nicht zerstören, verdammt. Fliegende Drohne und so Ultra Doom. Damit habe ich schlechte Erinnerungen. Ganz schlechte. Ups, das war fast knapp. So. Und durch da. Geht da einfach nicht durch hier. Ich glaube, es hackt. So. Klappt doch gut. Was will man mehr? So, und jetzt wieder Richtung zurück. Ne? Weil muss so. So, hier müssen wir irgendwo nach oben. Ist auch schön hier, dass wir hier nirgendwo irgendwas haben, wo wir unser Leben aufstocken können. Nee, wieso denn auch? Wäre ja zu einfach und so, ne? Stattdessen hier mit fast gar keinem Leben hier durchlaufen. Wir können fast kotzen. Und ja, jetzt diese tolle Stelle hier mit diesen Viechern. Ah, weißt du, was wir machen? Wir gehen nochmal ganz kurz abspeichern. Einfach, weil wir jetzt hier nochmal ein paar Sachen entdeckt haben und so. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, ob ich die irgendwie vernichten kann. Vielleicht mit dem, mit einer Supermisse vielleicht. Eventuell, wenn ich damit treffe. Ja, das geht. Hervorragend. Das heißt, ich kann jetzt da in Ruhe hochgehen und habe sogar noch ein bisschen Leben gekriegt, was jetzt immer noch ein Minus ausmacht, aber okay. Bisschen Schwund ist halt immer, ne? Kennst ja. So. Auf nach oben! Moment. Wir gehen zuerst nach rechts. Ach, du Kacke, spucken ja. Ihr scheiß Spucker. Schlitz mir nicht auf, du Scheißviech. Scheißviech. So, vorsichtig. Bam. Mach
mache mir irgendwie Sorgen um mein Leben, weil ich davon nicht mehr so viel habe. Ach, du Kacke, jetzt kommen da auch noch Funken raus. Da kann ich gar nicht lang. Ach, da muss ich hier erst die ganzen Gegner vernichten. Na, Halleluja. Da! Ah! Drecksack. So, durch. Nochmal durch. Und jetzt wieder vorsichtig. Und nach jedem bisschen Leben hier ein bisschen hecheln, dadurch, dass hier halt alles, naja, im Moment nicht vorhanden ist. So ein Leben. Frage ist halt, ob ich die Viecher auch mit den normalen Missets hier erledigen kann. Das geht auch, das ist gut. Gut, Tür ist auf. Auf der anderen Seite Daniels wahrscheinlich auch. Sehr schön. Das heißt, wir gehen erstmal hier durch. Hoffen wir, dass uns hier nicht gleich der Tod erwartet. Uns erwartet hier der Tod. Und das alles für ein Item und mit so wenig Leben mag ich da jetzt noch gar nicht hingehen. Hey. Hey. Uncool. Ach, das kann ich auch mit dem Beam zerstören? Wieso hat das vorhin nicht geklappt? Habe ich nicht oft genug draufgehauen oder was? Das ist natürlich schlecht. So. Das erleichtert diese Sache natürlich ein bisschen. Jetzt komm schon, ärgere mich nicht so. Braves Viech. Braves Viech. Nein! Nein! Schlecht, schlecht! Okay. Haben wir zwar immer noch wenig Leben, aber okay. So, meins. Und durch hier. Ey, wir müssen irgendwie an Leben kommen. Sind wir hier? Ach du Kacke. Hat sich das nur ausgedacht hier? Ich mag hier schon wieder gar nicht sein. Nee, 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 nee. Was haben wir denn hier? Bevor wir uns jetzt zu weit von diesem Konstrukt entfernen. Aha. Komme ich hier irgendwo durch? Da ist ein Energietank drin. Nee, da komme ich nirgendwo so durch. Das heißt, da muss es dann noch einen anderen Weg geben. Gut, so viel dazu. Jetzt erkunden wir hier mal so ein bisschen was. In Hoffnung, hier überhaupt irgendwas zu erkennen und so. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas Tolles gibt, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Manchmal auch zuvorletzt. Hier geht es auf jeden Fall irgendwo runter. Die Frage ist nur, wohin? Und wie? Aha, da. Komme ich mit meinem Mauchball durch. Und hey, da können wir unser Leben auffrischen. Leben! Leben! Das dauert hier nur eine halbe Stunde. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich würde auch sagen, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder aufgefrischt habe. Oder halt dann in 3 Tagen, wenn die neue Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.